Hallo meine Lieben, das hier ist ein Review in Anführungszeichen, das spreche ich nämlich heute live ein. Warum? Weil ich Grid 2, um das es halt jetzt geht, einfach, ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ich habe 4 Texte geschrieben, alle verworfen. Ich spiele das Spiel seit 3 Wochen. Ich habe eine Vorschauversion gekriegt. Ich war so glücklich, hey, ich kann pünktlich einen Test rausbringen. Und es hat nicht funktioniert, weil ich es nicht konnte. Und zwar nicht, also Rennspiele sind grundsätzlich das Simpelste, was Reviews angeht, aber es ging nicht. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Und warum, das erzähle ich euch erstmal jetzt. Fangen wir mal ganz kurz mit den Basics an. Grid 2 ist ein Rennspiel, das nicht ganz Arcade ist, nicht ganz Simulation. Die Entwickler von Codemasters Racing gehen ein gutes Mittelding. Und das fühlt sich gut an, oder? Auf der Strecke ist das echt schön. Das geht so ein bisschen Richtung Forza Horizon. Wobei ich würde sagen, Forza Horizon ist noch ein bisschen simulationslastiger und übrigens hinten raus auch das viel bessere Spiel. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wo ist mein Problem? Mein Problem ist gar nicht am eigentlichen Spiel. Wie gesagt, die Fahrzeuge steuern sich gut, es gibt 70 Stück, vom VW Golf bis zum Königsegg, alles dabei. Es gibt bis zu 80 verschiedene Strecken, wobei viele doppeln sich davon. Bei den Strecken, da gibt es viele bekannte Rundkurse und einige fiktive Stadtrundfahrten, aber im Großen und Ganzen ist es ganz unterhaltsam. Mein Problem ist einfach, im Einzelspieler ist es halt so, wir fahren die Rennen stumpfsinnig nach und nach ab. Zwar gibt es so eine Grundstory, die hin und wieder mal erwähnt wird, da ist so ein reiches Bonzen-Zuckerkind, was irgendwie eine Rennserie gestartet hat um die ganze Welt und wir sind dabei und bla, total scheiß drauf, also interessiert keine Sau. Blöderweise müsst ihr den Einzelspieler spielen, weil nur dann schaltet ihr Fahrzeuge frei, die ihr dann auch im Mehrspieler benutzen könnt. Und das ist ein wenig blöd. Was allerdings cool ist, es gibt zumindest einen Mehrspieler via Splitscreen. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte und leider sehr, sehr selten geworden. Wie schon bei Grid 1 gibt es auch noch das Schadensmodell. Das ist auch ähnlich wie in Grid 1. Das heißt, also, wenn ihr irgendwo mit Volldampf gegenfahrt, dann könnt ihr zurückspulen und so euren Fehler wieder ausgleichen. Das ist auch ganz cool gemacht. So hat man halt nicht so viel Frustmomente. Wenn man in der letzten Kurve nochmal irgendwo gegenhaut und letzter wird, kann man halt zurückspulen und das nochmal wieder ausgleichen. Dann muss man die Rennen nicht direkt wiederholen. Echte Profis schalten das Ding aber natürlich aus. Das ist erstmal so der ganz, ganz grobe Einblick. Ansonsten ist es ein Rennspiel, bla. Mein Problem, und das ist es, was mich einfach stört. Es gibt, oder wir machen es anders. Das hier ist Grid 1, und zwar aus der Cockpit-Ansicht. Das sieht geil aus, bringt richtig Atmosphäre mit sich. Und das hier ist die Cockpit-Ansicht in Grid 2, oder besser gesagt, das, was der Cockpit an sich dann nächsten kommt, die gibt's nämlich nicht mehr. Die hat Codemasters gestrichen mit der Begründung, die benutzt ja eh keiner. Blablabla. Meines Erachtens nach wollten die einfach Geld sparen. Denn es gibt bereits Modder, die auch die Cockpit-Ansicht wieder freigeschaltet haben auf dem PC, denn die ist quasi immer noch im Quellcode drin. Logisch, ist ja immer noch dasselbe Grundgerüst vom Code. Nur sieht halt die Cockpit-Ansicht jetzt total matschig aus, weil die Texturen sind natürlich nicht hoch aufgelöst. Okay, das ist ein Punkt. Das finde ich schon ziemlich scheiße, denn auch andere Arcade-Racer oder nicht richtige Arcade-Racer, aber diese Mittelding, also diese irgendwas zwischen Arcade- und Simulations-Racer, wie zum Beispiel ein Forza Horizon, ich kann es nur immer wieder nennen, die haben die Cockpit-Ansichten und zwar total detailliert und schön. Und auf jeden Fall, also das ist schon mal weg. Okay, also eine Sache weniger, die Grid 1 hatte. Die andere Sache ist, wir springen wieder zu Grid 1, das hier unten rechts ist ein Schadensmodell und zwar ein halbwegs detailliertes. Da haben wir zum Beispiel, oder besser gesagt, ihr seht halt, was genau bei eurem Wagen gerade kaputt ist. Hier zum Beispiel gerade die Lenkung. Da gibt es halt noch die Stoßstange, Engine und so weiter und so weiter. Bei Grid 2 ist das hier euer Schadensmodell. Also dieses Warndreieck. Und ganz ehrlich, das haben sie also auch zurückgeschraubt. Das heißt also, ihr seht nicht mehr ganz, was kaputt ist, beziehungsweise so detailliert kann das Auto gar nicht mehr kaputt gehen. Das sieht auch nicht mehr so spektakulär aus. Auch das wurde zurückgeschraubt. Hier bei Grid 1, ihr seht hier gerade einen wunderbaren Unfall. Hinten, da kullert noch der Reifen weg. Das ist bei Grid 2 halt nicht da. Und das ist also noch was, was zurückgeschraubt wurde. Okay, außerdem hat Codemasters bei Grid 2 es nicht mehr möglich gemacht, dass ich die einzelnen Fahrhilfen zu- oder abschalten kann. Auch das war bei Grid 1 noch möglich. Also noch was gestrichen wurde. Und
das stört mich alles so extrem, weil ich mochte Grid 1 richtig gerne. Ich bin eigentlich schon Fan der Race Driver Serie. Also mal ganz kurz zur Erklärung. Grid 1 hieß komplett für sich genommen Race Driver Grid und entstand aus der Race Driver Serie. Die gab es schon seit, seit 6 Jahren oder so. Keine Ahnung, Grid 1 kam 2008 raus und 5, 6 Jahre davor gab es schon die Race Driver Serie, die sich auch so durchzog. Und dann gab es halt irgendwann mal Race Driver Grid und daraus wurde jetzt die Grid Serie. Also ein ähnliches Prinzip, wie man es bei Colin McRae Rally gemacht hat. Daraus wurde jetzt ja schlussendlich zum Beispiel Dirt, aber es ist irgendwie so noch derselbe Stammbaum, würde ich jetzt mal sagen. Und bei der Race Driver Serie war es halt alles viel, viel cooler. Das hatte zwar auch diesen Mittelweg zwischen Simulation und Arcade von der Steuerung her, aber hier war das Schadensmodell noch etwas detaillierter und, was viel, viel wichtiger für mich auch noch war, da gab es auch noch eine Story mit Zwischensequenzen, mit coolen Charakteren, mit einer Charakterentwicklung, mit Zwischenevents bei dem Rennen und so weiter. Das war jetzt keine Oscar-Story oder sowas, aber die war echt ganz nett und hat einen auch gut unterhalten. Und mein Problem, was ich einfach habe, ist, also Codemasters von Teil zu Teil aus dieser Race Driver bzw. jetzt Grid-Serie wird von Ableger zu Ableger immer irgendein Feature rausgestrichen oder mehrere Features. Und ich verstehe das nicht, weil was wollen die als nächstes streichen? Die Fahrzeuge vielleicht ganz weg? Ich meine, gut, okay, warum nicht? Dann brauchst du nur eine geile Bezeichnung wie Realistic Non-Car Physics Engine oder irgendwie so ein Kack. Das kann man dann schön auf die Packung kleben und yay! Nein, ganz ehrlich, ich fühle mich als Fan der Serie und auch als Freund von Grid 1 einfach verarscht. Und mein Problem ist, dass die deutsche Fachpresse gerade Grid 2 irgendwie Top-Wertungen gibt. Ich das prinzipiell verstehen kann, wenn man Grid 2 als einzelnes Spiel sieht und es einfach nur als Grid 2 als ein Rennspiel gerade sieht. Aber das Problem ist, das wollte ich ja eigentlich auch machen in meinem Review, aber das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Dafür mag ich die Serie zu sehr und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich Grid 1 blind gekauft hätte, wäre ich bei Grid 2 einfach, ich wäre nicht enttäuscht gewesen, ich wäre richtig sauer gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte dann noch kein Spiel mehr von Codemasters Racing gekauft, zumindest nicht zum Vollpreis, weil ich mich einfach verarscht gefühlt hätte. Und das ist auch korrekt so, weil man nimmt Features raus, macht grafisch jetzt eigentlich nicht so viel besser, sondern nimmt da grafisch sogar auch noch was raus in Form des Schadensmodells, also gar nicht mal, also Grafik stimmt jetzt nicht, aber halt von der Physik und bla und blub und blub. Gut, okay, man baut den Mehrspieler ein wenig aus, da gibt es jetzt ein paar mehr Spielmodi, das ist ganz cool gemacht. Es gibt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Live Routes nennt Codemasters Racing das heißt, wenn ihr den Stadtrennen fahrt, dann wird das Rennen bei jeder Runde halt neu designt, das heißt, ihr wisst nie, was hinter der nächsten Kurve ist. Das macht das Spiel auch ganz cool, das funktioniert. Außerdem gibt es halt auch noch Rennmodi wie zum Beispiel die Driftrennen, die Checkpointrennen, ich nenne ihn jetzt einfach mal, halte mindestens 5 Sekunden Abstand zu deinen Gegnerrennen. Need for Speed-Veteranen kennen das. Wir haben noch die Ausscheidungsrennen und die klassischen Rennen sind natürlich auch dabei. Und das ist auch alles cool und das funktioniert auch alles. Und aber dass da Features rausgestrichen wurden, das stört mich einfach. Und ich meine, ansonsten macht das Spiel echt vieles richtig grundsätzlich. Auch im Einzelspiel, die KI fährt gut mit, macht aber hin und wieder auch nachvollziehbare Fehler. Das heißt also, die bleibt nicht immer auf der Ideallinie, sondern variiert doch mal ein bisschen. Was ein bisschen blöd ist, ist, wenn ihr auf den Rennstrecken abkürzt, dann erhaltet ihr eine Zeitstrafe, was gut ist. Das heißt also, über, ich sag jetzt einfach mal, 5 Sekunden wird euer Motor auf 60 km/h runtergeregelt. Das heißt, das wäre dann quasi die Zeitstrafe, dass ihr erstmal langsamer fahren müsst. Dann wiederum ist das Problem, wenn ihr eure Gegner rammt, dann gibt das keine Strafen. Das ist dann relativ egal. Die maximale Strafe ist dann, dass eure Lenkung vielleicht mal kaputt ist, aber meistens trifft es eigentlich eher den ihr weggerammt habt. Und gerade im Mehrspieler, wenn ihr mit, in Anführungszeichen, Freunden spielt, dann kann das echt nervig sein, wenn ihr gerade im Pulk fahrt, weil irgendein Depp, gut, ich muss zugeben, meistens bin ich das, der fährt euch dann eh hinten rein und haut euch raus. Cool ist allerdings, auch im Mehrspieler könnt ihr zurückspulen. Das ist also gar nicht mal so doof gemacht. Dann habt ihr zwar nicht mehr diesen coolen Zurückspuleffekt, sondern werdet direkt wieder auf die Strecke gesetzt. Aber das ist auch ganz nett gemacht. Bis zu 5 Mal könnt ihr das machen, auch im Mehrspieler. Ist ganz cool. Lässt sich übrigens auch deaktivieren. Also hinten raus. Machen wir es mal ganz simpel. Grid 2 ist für sich genommen ein ganz nettes Rennspiel oder eigentlich sogar ein gutes Rennspiel. Das heißt also, wer Grid 1 nicht gespielt hat und Grid 2 jetzt kauft, der wird Spaß damit haben. Das macht Spaß auf der Strecke, das macht im Duell mit Freunden Spaß, das funktioniert.
Man darf nur nicht zu viel Simulation erwarten. Also man muss ein wenig weniger Simulation erwarten als zum Beispiel bei einem Forza Horizon. Übrigens, meines Erachtens nach immer noch das beste Rennspiel der letzten Jahre, beziehungsweise für mich sogar dieser ganzen Generation. Aber es ist eine andere Geschichte. Und wer natürlich auf Hardcore-Simulation steht, klar, der hat jetzt andere Rennspiele. Da greift man jetzt nicht unbedingt zu einem Grid oder auch nicht zu einem Forza Horizon, sondern eher zu einem Forza, Gran Turismo oder bald Project Cars, also halt eher sowas. Das Problem, was ich einfach habe, ist, Grid 2 ist auch ein Spiel für die Fans. Also Leute, die Grid 1 mochten, die Race Driver Serie mochten oder die generell die Codemasters Racing Spiele mögen. Und da habe ich halt dieses Problem, dass das einfach nicht mehr dem Anspruch gerecht wird oder, um es wieder so drastisch zu sagen, fühle ich mich halt verarscht. Und deswegen habe ich dieses Review nicht hinbekommen und deswegen muss ich hier auch hinten raus einfach schlicht und ergreifend eine Kaufwarnung aussprechen. Und das ist eigentlich eine Premiere bei uns, weil eigentlich machen wir sowas nicht, aber ich spreche diese Kaufwarnung quasi aus, weil Grid 2 einfach sehr viel vernachlässigt von dem, was Grid 1 und die Vorgänger oder beziehungsweise die Serienurväter halt gut und richtig gemacht haben. Das gibt's in Grid 2 nicht mehr und deswegen spreche ich halt eine Kaufwarnung für die Fans aus. Wer Grid 1 oder die Vorgänger beziehungsweise Urväter nicht gespielt hat, der kann aber bedenkenlos zugreifen und wird viel Spaß mit dem Spiel haben, denn im Kern ist es ein gutes Spiel, nur eben nicht für mich.